Mama, ich rauche. Und herzlich willkommen zu einem neuen Mama-Mittwoch. Wie ihr seht, haben wir wieder einen komplett neuen Hintergrund. Jetzt fängt es sogar hier an zu nieseln. Ja. Super Sache. Ja, siehst du das? Ja, scheiße. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mama-Mittwoch. Der dritte Versuch. Wir waren auf dem Dach, wir waren auf der Terrasse, wir sind hier. Wir sind am hässlichsten Ort gelandet. Egal, draußen ist Regen, hier ist Licht. Scheiße. Tut uns leid. Genau. Ja. Es wird auch gleich Küchengeräusche geben. Egal, aber heute wird es auf jeden Fall um das Thema Party, Rauchen, Alkohol, Drogen gehen, wenn das Kind zum ersten Mal abends weggeht. Und zwar fängt man ja meistens so mit 14, beziehungsweise eher selten. Also ich kenne so die ersten, die mit 15, also Stadtfesten und so, dann länger mal abends weg sind. Genau. Und dann mit 16 geht man dann vielleicht mal irgendwann mal weg, wo man dann bis 12 Uhr bleiben darf oder so, auch rein rechtlich, mit jemand Älterem. Und dann, also klar, wir reden jetzt nur von Sachen, die man jetzt darf, beziehungsweise die so der Durchschnitt sind, aber es gehen schon Leute viel früher weg oder öfters weg. Und dann mit 17 geht man dann auch mal in Clubs, wo man nicht rein sollte und so. Mit 18 darf man dann ja sowieso alles. Und bei mir persönlich war es so, ich habe Mama immer gesagt, wo ich abends bin. Ich habe auch nie gelogen, also ich habe nie irgendwie gesagt, dass ich irgendwo bin und eigentlich woanders war. Und was ganz, ganz viele machen, ist zu sagen, ich übernachte heute bei einer Freundin und dann gehen sie abends weg. Wie hättest du dich denn gefühlt, wenn ich das gemacht hätte, so mit 15 oder so, hätte ich gesagt, ja Mama, ich übernachte bei einer Freundin und plötzlich erfährst du dann doch irgendwie, dass ich abends in der Disco war. Ja gut, es ist einfach nicht so gut, weil einfach ein Vertrauensbruch da ist. Das heißt, wenn ihr anfängt wegzugehen, ihr sollt einfach so, wo ihr hingeht oder wo zu den, ihr, wenn ihr zu den Eltern sagt, ich gehe da und da hin oder ich mache das und das, sollte auch so passieren, weil wenn ihr schon mal schon, wenn ihr gerade anfängt wegzugehen und dann, keine Ahnung warum auch immer, weil vielleicht nicht geplant, vielleicht habt ihr gesagt, okay, ich gehe dahin und dann ist eine Planänderung stattgefunden. Dass die Freunde sagen, ja, so genau, gehen wir jetzt. Einfach Bescheid sagen, die Eltern, weil wenn das passiert, dass die Eltern herausfinden, dass doch nicht ihr da wart, wo es sein sollte oder wo ihr Bescheid gesagt habt, dann ist ein Vertrauensbruch und das habt ihr, das macht ihr euch keinen Gefallen damit, weil dann fangen die Kontrolle an. So, die Anrufe, erstmal wird man bestraft, du darfst für eine Zeit lang nicht mehr weg. Ja. Erstmal, das ist die Mitte, so eine Bestrafung, erstmal bleiben. Und dann, wenn du wieder, wieder weggehen kannst, dann fäng damit an, okay, sag mir bitte, wo du bist und wann du kommst. Und dann dazwischen dann bestimmt Kontrollanrufen geben, bist du da, wo du gesagt hast und so weiter. Bist du dir sicher? Ja. Und so, und dann hören die und dann, was habe ich denn da gehört und so. Also es wird richtig, richtig schlimm, wenn man einmal diesen Fehler begeht. Und dann ist es, glaube ich, besser, einfach öfters mal zu Hause zu bleiben, auch wenn Mama sagt nein. Dafür hat man später mehr Ruhe. Ich weiß, das ist so ein klassisches Argument, was man sagt, aber XYZ macht das auch. Oder aber die Eltern von der Peter, von Peter oder so, die erlauben das auch. Und aber es ist, Was sagt man denn da als Elternteil, wenn man da gesagt bekommt, ja, aber meine Freundin, die darf auch schon weg, die Eltern erlauben das. Ja, das ist bisschen, so ein weil einfach jeder Mensch hat ihre Erziehungsmaßnahme. Manche Eltern sehen Erziehen freier, manche Eltern sind strenger bis bestimmte Alter und deswegen da kann man das am besten sagen, so am besten oder lieber nicht sagen, weil dann die Eltern fühlen sie sich verglichen, ja, so mit anderen das und sozusagen, so, dass du bist besser und du bist schlechter und so, das ist auch nicht gut. Nee, ist uncool, ne? Das ist auch so wie, sorry, mir ist eben gerade eingefallen, das ist so wie Eltern sagen, und was hast du für eine Schulnote? Aber deine Freundin, die hat es auch geschafft, eine 1 zu schreiben, warum du nicht? Und das mögt ihr ja auch nicht. Und wenn man das Eltern sagt, die mögen das auch nicht, denn man darf nie vergessen, Eltern sind auch nur Menschen. Das Argument, was vielleicht eher zieht, Mama, was hast du eigentlich gemacht, als du 15 warst? Ja, ich meine, jeder hat eine Geheimnisse-Geschichte oder so. So, aber am besten ist, wie gesagt, wenn ihr anfängt wegzugehen, Punkt A ist immer die Eltern fragen, darf ich da und dahin, wo ihr wirklich vorhabt. Falls eine Planänderung stattfindet und immer Uhrzeit sagen, wann ihr kommt und das dran halten, dass wenn ihr sagt, ich komme um die Zeit, bitte sagen und falls später wird, warum auch immer, dann bitte mitteilen. Dann kriegt ihr keine Probleme und dann kriegt ihr auf jeden Fall viel Vertrauen von den Eltern. Und zweitens, falls ihr weggeht,
und dann doch irgendwie nicht stattfinden, was ihr geplant habt, sondern eine Planänderung, so wie ich vorhin erwähnt habe, dann solltet ihr die Eltern kommunizieren: Mama oder Papa, ich kann da und dahin, oder ich hatte vor, da und dahin zu gehen, aber meine Freundin gehen da und dahin. Darf ich erstmal fragen, darf ich nicht sagen, ich gehe dahin, sondern darf ich? Mhm. Ja? Und dann sagen, okay, wenn die Eltern sagen, ja klar, kannst du hin, dann hingehen. Wenn die sagen, nein, dann lieber zurück nach Hause kommen. Weil wenn ihr draußen dahin geht, dann gibt es Ärger. Ja. Und dann vor allem auf einen langen Zeitraum. Dann, mhm. Weil wenn Vertrauen nicht da ist, dann lassen die Eltern nicht los. Und dann wird für euch schwieriger und nerviger, vor allem nervig. Eine Sache, die es den Eltern leichter macht, ist, wenn die wissen, mit wem man weggeht. Also wenn es eine Person ist, die die Eltern kennen. Ja, bei stimmt. Mir zum Beispiel, weil ich hatte nie Probleme, meine Mama hat eigentlich nie gesagt, ich gehe da nicht hin oder so. Ich muss aber ehrlich sagen, ich war jetzt nicht die größte Partymaus oder sowas. Ja, vielleicht stimmt, war das natürlich auch einfacher für sie. Aber ich bin viel mit Damian weggegangen. Wenn ich abends weg war, war ich sehr, sehr selten, gerade bevor ich 18 wurde. Vielleicht eins oder zwei Mal war mit Freundinnen abends unterwegs, aber ansonsten war Damien eigentlich fast immer dabei, weil ich von mir aus eigentlich nie irgendwo mit eingeladen wurde oder so, weil jeder wusste, dass ich nicht diejenige bin, die jetzt auf Trinken und so steht. Und dementsprechend wurde ich auch nicht so oft gefragt, weil ich halt nicht so ganz die Lustige war, um abends wegzugehen. Und dann bin ich halt eher über Damian mitgegangen und meine Mama wusste dann immer, dass ich mit Damian unterwegs bin und mit Damian nach Hause komme. Denn das größte Thema ist ja eigentlich, wie kommt man wieder abends um gewisse Uhrzeiten nach Hause. Klar, wenn man in Großstädten lebt, gibt es viele Verkehre, also viele öffentliche Verkehrsmittel, mit denen man nach Hause kommen kann. Wenn man in einer kleineren Stadt lebt, wird es schon kritischer, im Dorf sowieso. Aber klar, es ist natürlich nicht sicher, wenn man 15, 16, 17, gerade in so einem Alter, wo man sehr anfällig ist, wo auch viele Leute einen nachts noch sehr angucken, alleine nach Hause fährt. Und daran müsst ihr auch denken, denn ich glaube, das ist der Knackpunkt, weswegen viele Eltern oder viele von euren Eltern sagen werden, nein, ich will nicht, dass du abends weggehst. Die machen sich einfach Sorgen, wie man nachts alleine wieder zurückkommt. Ja, gut, und ich finde, ja, für mich war einfach gewesen, weil, wie die Sophia gerade gesagt hat, sie hatte ja einen Freund und mit ihm ist auch sehr oft gegangen. Und wenn ich mit den Freunden dann mit zwei, drei Mädels, die ich auch kannte, aber ich wusste, wer die sind, so wer sie sind. Und dann war für mich vertrauensvolle Menschen, alle. Und deswegen hatte ich immer ruhiger gewesen und so. Gut, manchmal hatte mir ein bisschen Probleme gehabt. Sophia, warum bist du nicht auf Handy gegangen oder so? Weil manchmal waren ein paar, aber das war der Handy vom Frühjahr, wo einfach nicht, noch nicht mal diese WhatsApp und diese ganze Zeug war, sondern es war einfach eine uralte Handy. Und der lag irgendwo immer in irgendeiner Tasche oder so. Und einfach vergessen. Ja, es war nicht so präsent. Genau, das war nicht so präsent wie heute. Ja, das muss man auch sagen. Und dann einfach, man hat es vergessen. Aber heute wird dadurch schlimmer, diese Kontrolle. Und dann habe ich das irgendwie verziehen, weil ich wusste, ich selbst hatte ich auch öfters mein Handy drin wohnen, einfach Anrufe einfach nicht gehört oder so, weil ich einfach vergessen. Aber heutzutage, dass das Handy so präsent ist, ja, und die Eltern das wissen, ja, dann ist es noch schlimmer, wenn ihr nicht antwortet oder nicht, weil die wissen, dass ihr die ganze Zeit mit den Handy in der Hand seid. Genau, und zufällig das heißt, dann, wenn die Eltern was wollen, nicht. Ja, also aber da, als Eltern ist man nicht blöd, dann hast du keine Lust, deine Eltern einfach zu antworten oder so, ja, weil das ist der Nachteil von der heutigen Gesellschaft, ne? Ja, klar, dass, ständige Kontrolle. Dass die Eltern wissen, dass ihr immer erreichbar sein, Ich immer noch nicht. Und dementsprechend, es ist schwerer, jetzt irgendwie eine Privatsphäre zu erschaffen, weil die Eltern mehr. Und Vertrauen. Ja. Vertrauen, eine gewisse Art von Vertrauen, dass ein Kind sich einfach längere Zeit nicht meldet und ganz genau weiß, was es selbst tut. Dass man einfach als Elternteil so ein bisschen dieses selbstsichere Gefühl hat, okay, ich habe mein Kind richtig erzogen, das wird schon wissen, was es macht. Ja. Aber das ist sowieso nochmal ein anderes Thema. Ja gut, aber wichtig ist zum Beispiel, dass wenn das Problem auftritt, dass ihr genervt wird, obwohl ihr immer macht, was ihr sagt. Das heißt, wenn ihr weggeht und sagt, ah, ich gehe da und dahin und dann ist wirklich so und kein Vertrauensbruch stattgefunden hat,
aber trotzdem die Eltern nerven, dann muss man ein bisschen vielleicht miteinander reden. Einfach sagen, Mama oder Papa, guck mal, ich gehe da und dahin, ich mache das und das. Klar, ich bin die ganze Zeit auf Handy, aber bitte, ihr braucht nicht die ganze Zeit fragen, was ich mache oder so. Ja, wenn ich sage, ich komme um die Zeit, dann werden die Eltern auch einen Grund haben, warum diese Zeit haben. Und besser immer diese Zeit haben und immer mehr dazu bekommen, ja, als Kredit zu bekommen. Ja, als Kredit sozusagen, als wenn ihr einmal eine Zeit habt und dann kommt ihr 2 Stunden später oder keine Ahnung, dann ist das nicht so gut. Das Problem ist, wenn man abends weggeht, weswegen die Eltern ja nicht nur wegen dem alleine nach Hause kommen, sondern es gibt noch 3 weitere Probleme, beziehungsweise ein weiteres Problem, denn Alkohol, Rauch und Drogen, das ist das, was für die meisten zum Party dazugehört. Die meisten trinken schon mit 15, schon. Ich habe auch ein Bier mal auf einer Feier mit 15 getrunken. Mama, du wahrscheinlich auch. Mhm. Ich denke, das ist irgendwie Teil davon. Und das Problem ist, wisst ihr, warum viele Eltern so viel Angst haben? Weil die wissen, wie die selbst waren mit 15, 16, 17. Die wissen selbst, ja, wie sie damals waren, gerade wenn sie in Deutschland auch groß geworden sind, was für Möglichkeiten sie hatten, was sie alles durften, was sie alles für komische, seltsame Sachen gemacht haben. Und eigentlich wollen sie die Eltern, die Kinder davon verhindern, dass sie das machen, aber letztendlich muss ja jeder selbst seine Erfahrungen machen. Trotzdessen haben, glaube ich, Eltern Angst, dass das Kind doch irgendwann mal im Krankenhaus landet. Oder nicht? Ja, ich meine, diese Angst hatte ich nicht, weil ich selbst auch nie Party-Mensch war, weil die Sophia schon sehr jung da war, aber davor war ich tanzen oder so, aber ich war nicht jemand, der viel getrunken hat oder so. Klar, mal ein Bier oder ein Diesel oder ein Radler oder so. Aber nicht so, dass ich jetzt bis ging nicht mehr oder dass ich immer meine Grenze testen sollte oder so. Ich glaube, das erste Mal, wo ich ein bisschen, da war ich 24, wo ich ein bisschen mehr über den Glasrand getrunken habe, neben dem Glas getrunken habe, ein bisschen. Ja. Und das Problem ist, dass die Eltern wissen nicht, wie deine Persönlichkeit da ist. Ja, die kennen dich, aber die wissen nicht, bist du schnell beeinflussbar oder nicht. Und das müssen wie die erstmal, oder? Genau. Unter den Freunden. Genau. Und die müssen das erstmal wissen, mit welchen Freunden du zusammen weggehst. Dann, wenn du siehst, wenn ich sehe, mit welchen Freunden du so viel gegangen bist, habe ich gesagt, okay, nee, das wird nichts Schlimmes passiert. Und dann, wenn man öfters weggeht, so wie kommt mein Kind nach Hause? Und dann, wenn das in Ordnung ist, dann man vertraut immer mehr und man sagt, nee, der weiß schon, was er tut. Hm. Ich meine, es Klar. geht nicht um gar kein nichts zu trinken, sondern es geht nur darum, dass man muss wissen, dass der Alkohol so einfach Grenzen hat. Man kann auch in Koma fallen und dann kann man eine Geschichte nicht mehr erzählen. Wir haben ja auch schon alles im Freundeskreis, also da hat man schon alles miterlebt. Und ich glaube, wie du sagst, es ist wichtig, wie das Kind nach Hause kommt. Wenn ihr jedes Wochenende kotzend nach Hause kommt und einen Filmriss habt, ja, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn eure Eltern sagen, sorry, ihr geht nicht mehr weg. Genau. Ich habe keinen Bock mehr drauf, dass ihr weggeht. Ja. Das ist immer eine Sache, wie ihr euch verhaltet. Und ab und zu muss man Sachen einfach ein bisschen schlauer machen. Also da muss man sich mal zusammenreißen, ja, abends, auch wenn man mal zu viel getrunken hat. Und dann, ja, das stimmt. Und dann übernachtet man halt bei einer Freundin, wenn es dann mal passiert ist. Ja, aber ich finde trotzdem, dass es das Schlimmste ist, diese Gruppendynamik. Ja. Könnte ja. ich mir vorstellen, dass es einfach nicht als langweilig darstellen wird, weil man nichts trinkt oder weil zu wenig trinkt. Ja. Ich stehe immer noch jetzt in meiner Gruppe als Ende 30, manchmal als Langweilige da, weil ich einfach nicht viel trinke. Ja. Aber es ist mir egal, ich brauche das nicht, ich trinke einfach es nett, wenn es mir schmeckt. Aber ich muss mich nicht diese Grenze immer auf diese Grenze level sein und einfach gute Gespräche zu haben und die ganze Zeit zu lachen. Ja, dass man kann es auch so sozusagen. Und was ich auch schöner finde, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr in einem Freundeskreis seid, der so oft abends weggeht und ständig Party macht, dann müsst ihr überlegen, ob es das Richtige für euch ist, wenn es euch eigentlich nicht wirklich Spaß macht. Oder schlagt mal was anderes vor am Wochenende. Sagt einfach, lasst doch mal zusammen Kanu fahren gehen. Lasst zusammen vielleicht ein Lagerfeuer irgendwo machen, Bowling. Lass zusammen grillen, Bowling, Bouldern, Klettern. Ja. Es gibt so viele schöne Aktivitäten, die man machen kann. Wenn euer Freundeskreis sagt, okay, cool, so an einem Samstag oder Sonntag könnt ihr auch sowas mal zusammen machen, dann wisst ihr, dass ihr die richtigen Freunde habt, weil die sich über das Feiern hinaus mit euch beschäftigen wollen und können und nicht nur, wenn sie was getrunken haben. Was hast du gesagt, wenn ich dir gesagt hätte, Mama, ich rauche?
Ja, für mich wäre ein Schock erstmal, weil ich hasse Rauchen bis geht nicht mehr. Ich habe ja eine Allergie dagegen, weil meine Eltern haben sehr viel geraucht. Und ich finde das total eklig einfach. Aber ich hätte einfach gesagt, okay, erklären ein bisschen. Ich meine, erstmal hätte ich gesagt, egal in welcher Alter, du bist doof, weil eigentlich ist es wirklich reiner Konsum und selbstzerstörend, finde ich. Und ja, du bist doof. Es ist, ja, weil es ist reiner Konsum. Es macht dir nicht glücklicher, es macht dir nicht gar nichts. Es ist nur damit, was in der Hand hat. Zum Beispiel, wenn man Gras raucht oder so, was ich auch nicht gemacht habe. Habe ich so, auch noch nicht probiert, ne? Habe ich gehört, das macht sie lustig. Und dann denke ich, wenn sie jetzt zu mir gesagt hat, oh, ich habe Gras geraucht, und dann hat sie gesagt, aha, okay, was hast du gespürt oder so, da hätte ich das nicht beurteilen können, weil ich wusste nicht, aber ich hätte mich dann mit der Thematik auseinandergesetzt. So beschäftigt oder dann vielleicht beim nächsten Mal gefragt, und hast du es nochmal getan oder machst du es öfters? Ich bin sicher, dass du es öfters machen willst oder ob das mal einmal war, aber so beim Rauchen, das Problem ist, beim Rauchen, sorry. Ja. Das? Nee. Okay, beim Rauchen, ich kenne ganz, ganz viele, die haben als Partyraucher begonnen, nur an Partys geraucht, haben danach angefangen in Stressphasen in der Schule zu rauchen, heimlich. Rauchen dann plötzlich ganz, ganz oft und rauchen dann jeden Tag, immer und ständig. Und selbst dann auch noch während der Schulzeit. Das war so der klassische Verlauf, den ich bei ganz, ganz vielen Leuten beobachtet habe, die am Anfang gesagt haben, ich rauche sowieso nur an Partys. Ich weiß nicht, wie sie es den Eltern gesagt haben. Ich glaube, es ist spätestens dann rausgekommen, wenn sie angefangen haben, zu Hause zu rauchen. Auch wenn es nur auf dem Balkon war, aber Eltern, die riechen das. Ja. Und ihr könnt ja mal gerne... Ja, es ist besser, dass man sagt. Ja. Dass man es sagt den Eltern, oder? Ja, dass auf jeden Fall. Ich finde, wenn man es tut, dann muss man das auch einfach sagen. Gerade wenn man es täglich tut, dann sollte man es den Eltern sagen. Und mich würde es sehr interessieren, wenn ihr raucht, ob ihr das, wann ihr das den euren Eltern gesagt habt, ob ihr Eltern haben, die raucht, ob, also selbst rauchen, und ob die das akzeptiert haben, also so ein bisschen, wie die das aufgenommen haben. Vielleicht habt ihr das den Vergleich und habt einen Elternteil, der raucht, und einer, der nicht raucht, und wie die beiden verschiedenen das aufgenommen haben. Das würde mich mal interessieren. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ob der raucht, gesagt hat, ja, okay, gut, mach halt, und der andere so, bist du das Wahnsinn. Ja. Ja, und wie gesagt, ich kann einfach reden, weil die Sophia sehr gute Eigenschaften hat, was in Bezug auf diese ganze Sucht war. Und ich genauso, weil ich einfach das auch nicht dazu gekommen war oder damals in meinem Dorf auch nicht einfach war, an Sachen sehr teuer zu kommen. Alkohol. Sehr teuer, Alkohol, Zigaretten und Rauchen und Drogen oder sowas. Und deswegen hatte ich selbst bei der Sophia nicht die ganze Gedanke gemacht, dass sie damit vielleicht in Kontakt. Ja, genau. Ja. Und jetzt finde ich einfach, die Eltern werden so oder so geschockt sein, egal was ihr sagt, ob ihr viel trinkt oder ob ihr vor allem raucht oder irgendwann mal Drogen oder was weiß ich. Eltern denken immer, das eigene Kind ist das Beste, ja, wenn es um das Fall ist. Es ist das Netteste, Sympathischste und Beste und würde niemals Alkohol anfassen, würde niemals rauchen. Dementsprechend wird die Reaktion eurer Eltern immer erstmal ein bisschen negativ sein. Aber im Nachhinein werden sie euch es danken, dass ihr offen und ehrlich wart, weil das nicht selbstverständlich ist. Sie werden überrascht sein, dass man in so einem jungen Alter schon die Reife besitzt, persönlich zu gehen und offen und ehrlich zu sein. Denn die werden immer eher von ihren Kindern erwarten, dass sie einen belügen im Unterbewusstsein. Sie werden es nicht aussprechen, aber im Unterbewusstsein werden sie es glauben. Ja. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht, wie das bei euch so war, wenn ihr so die ersten Male rausgegangen seid. Schreibt gerne mal alles rein, wir lesen uns das sehr, sehr gerne durch. Und Themenvorschläge für weitere Mama-Mittwochs natürlich auch unten in die Kommentare, oder wenn ihr mehr über das Thema Alkohol, Rauchen, Suchtprobleme oder sowas haben wollt, beispielsweise auch, ne? Ja, können wir gerne reden darüber, einfach ein bisschen. Ja. Wir sehen uns dann natürlich gerne beim nächsten Video und bis dann. Tschüss.